Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem kurz gefassten Let's Play Need for Speed World. Ja, das ist nämlich das kostenlose Online-Multiplayer-Rennspiel von Need for Speed, was man kostenlos downloaden kann auf deren Seite. Und das seht ihr hier jetzt auch gerade. Wir sind im Stützpunkt, im sogenannten Homescreen oder so, halt in unserer Werkstatt, ja. Zur rechten Seite seht ihr eine Auswahlliste, da können wir den Wagen wechseln zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade zwei Autos und ich kann ihn auch hier vergleichen, was er so ein bisschen kann. Was kann man denn noch? Man kann eben hier das Auto, wie man gerne möchte, tunen und verschönern. Man kann mehrere Fahrerprofile erstellen, wenn man das möchte. Man kann eben neue Autos kaufen. Man hat so eine Power-Up-Konsole, da kommen wir dann später mal drauf. Man kann das Spielerprofil mit seinen Freunden auch vergleichen. Dann kann man hier Kartenpacks eben angucken, was man kaufen kann. Weil hier geht es auch in die Währung Boost. Ja, die muss man sich für echtes Geld auch kaufen. Und dann kann man sich hier noch ein paar Bonus-Sachen eben kaufen. Und man hat eben auch hier oben das normale Geld. Momentan habe ich da 159.973 so rum. Und ich kann hier eben den Stützpunkt verlassen. Ich kann das Auto auch hier reparieren lassen. Und für alle, die sich jetzt fragen, nein, ich habe dieses Auto nicht mit Boost gekauft. Ich habe auch momentan keinen Boost. Also nicht wundern. So, das war jetzt einfach mal die Werkstatt von innen. Jetzt verlassen wir einfach mal hier den Stützpunkt und kommen in die Welt. Was sehen wir hier? Ja, wir sehen hier oben einmal unsere Levelleiste, nenne ich sie jetzt ganz einfach mal, mit unserem Geld. Der blaue Balken hier ist mein Levelbalken. Mit Erfahrungspunkte bzw. Prestigepunkten. Und ich bin hier gerade Level 18 und wenn der hier einmal durchgefüllt ist, also das kleine Zipfelchen hier fehlt mir noch, dann habe ich Level 19. Hier sehe ich eben meinen Namen nochmal. Dann ein User-Bild. Ja, das habe ich jetzt nochmal so einen Standard genommen. Hier sehen wir unsere Bonus-Menü-Leiste da mit Nitro, dann haben wir hier so einen RAM-Effekt gerade drin, dann ist das Auto besonders schwer oder ein Zusatz, dass die Dinger schneller nachladen. Dann haben wir hier eben einen Chat noch, den können wir nutzen, wenn er sich mal auf Deutsch stellen lässt, weil wenn man reinkommt, ist er immer gleich auf Englisch, aber der buggt momentan noch ein bisschen. Da, jetzt kommt er. Hier, Deutschland. Und dann alle mal so. Jetzt sehen wir nachher hier auch ein paar Chat-Sachen. Hier unten haben wir eben die km/h-Anzeige, Umdrehungszahl. Das ist der Schaden momentan des Autos. Der geht jetzt nicht in einem Rennen auf 0% runter, aber ihr werdet es dann gleich sehen. Wir fahren mal ein Rennen. Dann hier ist eben der gesuchten Status von der Polizeiverfolgung. Und hier ist eben eine Minikarte. Und hier unten ist die aktuelle Serveruhrzeit. Aber wenn man jetzt in Deutschland ist, dann geht es in eine Stunde nach. Also steht der Server irgendwo, wo eben momentan 15.58 Uhr ist, obwohl ich hier die Aufnahme gerade um 16.58 Uhr aufnehme. Und hier ist eben der Diamantensammelding. Ich bin gerade bei Tag 2, weil ich aus Versehen mal einen Tag vergessen habe. Aber das könnt ihr selber mal rausfinden. Hier oben haben wir eben noch ein paar Leistensachen. Wir können hier News lesen, mein Fahrerprofil ansehen, dann ein Rennen finden, meine Freundschaftsliste angucken, Optionen und hier so ein Hilfebuch. Im Hilfebuch wird auch erklärt, was die ganzen Sachen hier sollen. So, mit M können wir uns eine Karte aufrufen. Und hier sehen wir Rennen, also Rundkursrennen, Sprintrennen, Foto, Treffpunkt. Und die roten Sachen hier sind Polizeiverfolgung. Und das machen wir jetzt einfach mal, weil das ist das Witzigste. Dann kann ich hier mal teilnehmen klicken und dann Teamflucht. Dann mache ich nämlich mit anderen noch mit. Dann müssen wir kurz warten.
und dann teilnehmen. So, dann haben wir hier eine Liste mit Teilnehmer. Teamflucht geht nur mit 4 Spielern, andere Rennen gehen mit bis zu 8. Und wir können hier die Wagen der anderen ansehen. Und auch welches Level sie haben. Also die haben jetzt hier Level 27, 21 und jetzt kommt hier noch einer mit Level 28. So, die können jetzt hier unten alle mal schreiben, hallo YouTube. Denn sie werden sehen. Das Ziel ist es eben, innerhalb von 7 Minuten eine Strecke abzufahren. Man darf nur in der Gruppe 3-mal verhaftet werden, dann hat man nämlich verloren. Und die ganze Strecke ist 12 Kilometer lang. Und wenn die Zeit hier abgelaufen ist, geht's auch los. Und dann fahren wir jetzt einfach mal und werden versuchen, unser Glück zu haben. Und wahrscheinlich kommt jetzt der Vorführeffekt. Ich lose total ab. Aber das ist ja normal. So, komm, lad. Ja. So, hier haben wir gerade jetzt auch am Taro so einen grünen Bereich. Das ist der perfekte Start. Den wollen wir natürlich treffen. Und dann haben wir so einen Nitro-Start. Und der andere zieht mich auch gerade voll ab. So, dann muss man nämlich jetzt in der Vierergruppe hier flüchten. Und eben hat die 7 Minuten Zeit. Rechts oben seht ihr auch eine Liste, wer gerade vorne ist. Und jetzt dürft ihr euch nicht wundern, die Meter, wo es da runter zählt, die sind die Entfernung bis zum Ziel, also nicht bis zum nächsten Gegner. Wenn ihr jetzt hinten seid oder so, der ist keine 12 Kilometer weit weg. Nein, das ist nur die Entfernung bis zum Ziel. Ich habe mich jetzt am Anfang auch gewundert, aber So, jetzt versuchen wir da durchzutreffen. Ups, das war jetzt schon mal gar nicht gut. Ja, die Polizei versucht natürlich jetzt euch auszubremsen. Ihr kennt es von anderen Need for Speeds wie Most Wanted und Carbon. Da war es ja noch dabei. Und das Neuere wäre dann Undercover. Aber die Neuen finde ich auch nicht mehr so toll. Ah ja, Hot Pursuit geht natürlich auch noch. Aber naja, wir sind hier auf World. World ist eben ein Spielen, sage ich mal, aus allem. Denn wenn man sich die Karte genau anguckt und die alten Spiele gezockt hat, dann merkt man, die Karten sind die Karten von den alten Spielen. Vielleicht ein bisschen an manchen Stellen zusammengefasster, aber die Karten sind hundertprozentig aus den alten Spielen. Man hat hier ja die Most Wanted Karte, die Carbon Karte, Underground 2 Karte ist glaube ich auch ein Teil dabei. Und die wurden dann zu einer großen Karte zusammengesetzt. Finde ich ehrlich gesagt eine geile Idee. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier kommt kein Rhino. Nein. Lass mal durch die Scheißsperre durch. Bam. So. Und ihr seht auch, meine Power-Up-Konsole da links hat sich auch geändert. Ja, die kann man sich nämlich für Rennen zusammenstellen. Hoppala. Jetzt hätte ich da einmal das, was grau wäre, wäre einmal so ein langanhaltender Nitro und einmal ein Reifenreparaturset. Also wenn ich über Nagelband fahre, dann kann ich meine Reifen wieder reparieren lassen und ohne Probleme weiterfahren. Die zwei überkreuzten Pfeile sind so Team Fluchtmöglichkeiten, also Notfallmanöver. Also wenn jemand dann in Notfall stecken würde und nicht mehr vorankommt, kann man das drücken, dann sprengt kurzerhand alle Polizeiautos um einen herum weg, so dass man wieder weiterfahren kann. Und es gibt auch Team Nitro, das wäre dann das untere. Dann bekommt jeder, in der mir hier mitfährt, also alle 4 Teilnehmer, kurzer Zeit einen Nitro-Schub auf meine Kosten. So, der vordere fährt jetzt auch ganz schön zu, kann er auch noch tun. Und am besten mir hier ja wunderbar die Straßensperren freiräumen. Aber die Polizei ist manchmal schon selbst blöd. die macht ihre Straßensperren selbst kaputt, ja. Und die Straßensperren sind sowieso die meisten Zeit sinnlos, weil es immer irgendwo eine Lücke gibt. So, jetzt haben sie ein Nagelband entdeckt. Ich weiß auch wo. Hier nämlich. Und fahren wir das einfach mal großzügig. Juhu.
So. Wir haben direkt vor den Verdächtigen abgesperrt. Jetzt kommen wir schon fast wieder ans Ziel. Haben wir noch 1,5 Kilometer. So, hier baller ich noch eine hinten drauf. Und ja, ihr seht da unten eben, da ist gerade der rote Balken da gewachsen. Wenn der ganz durchgelaufen ist, dann bin ich eigentlich verhaftet. Und das gilt es zu verhindern. So, und ihr hört auf mich abzudrängen. Ich will zufahren. Und jetzt ist der andere eben schon mal, der wo jetzt gerade die ganze Zeit vor mir war, durchs Ziel gefahren. Und wenn der erste durchs Ziel ist, hat man 1 Minute Zeit, um noch durchs Ziel zu fahren. Ansonsten hat man verloren. Da fahren wir einfach auch los. Und schon sind wir im Ziel. Das war die ganze Sache. Jetzt müssen wir noch warten, bis die anderen durchgefahren sind. Dann kriegen wir noch am Ende mehr Bonus. Und wir können auch ansehen, ob er irgendwelche Power-Ups benutzt hat zurzeit. Wir sehen nur, der hier wurde einmal verwarnt. Ja, ist gut, Handy. So, jetzt ist er durch. Können wir auf weiter und jetzt kriegen wir hier Prestige Boni. Haben wir keinen. Und eben mein Geld. Und dann können wir uns noch eine Karte aussuchen. So, das kann man nach jedem Rennen. Und jetzt nehme ich einfach mal die goldene Mitte. Und habe eine Sportaufladung noch gewonnen. Finde ich cool. Und ja, jetzt habe ich mein Level hier durchgeschafft. Jetzt wird er noch nicht ganz durchgefüllt. Aber ich kann mir jetzt eine neue Fähigkeit erlernen. Und jetzt können wir hier entscheiden, ob wir hier auf Rennen, Verfolgung oder Erkunden was machen möchten. Erkunden. Ein Radar könnten wir noch machen. Dann sehen wir die Polizeiautos im 300 Meter Umkreis auf der Minikarte. Aber ich mag demolieren. Weil, wenn man den hier skillt, den habe ich jetzt schon zweimal, deswegen sind hier so zwei Strichchen, erhöht bei den Kollisionen verursachten Schaden um 25%. Der nächste Rang. Also wenn ich ein Polizeiauto einmal ramme, hat es 25% mehr Schaden schon mal davon getragen. Und das finde ich eine geile Sache. Weil dann rammt man einmal ein Polizeiauto gegen die Wand und dann ist es eigentlich schon kaputt. So, haben wir geskillt. Jetzt haben wir hier einmal voll geskillt. Und das war's dann. Wir können immer nur einmal skillen pro Level. Dann fertig und tada, es beginnt von vorne. So, eigentlich ist ja das ganze Ding von dem Spiel. Also machen wir jetzt einfach nochmal ein Rennen. Machen wir jetzt mal ein Rundkurs teilnehmen. Multiplayer. Man kann auch ein privates Spiel machen. Wenn man mit seiner Freundschaftsliste zocken will, kann man ein privates Spiel aufmachen, die einladen und los geht's. So, jetzt können hier bis zu 8 Leute mitmachen. Ich hoffe jetzt mal, dass mal jemand mitmacht. Ich will nicht alleine sein. So, Dritter ist dabei. Der fährt jetzt ein Nissan Silvia. Sie gehen alle. Schade. Machen wir einfach auch mal nochmal kurz verlassen und gehen in ein anderes Spiel. Vielleicht ist da mehr los. Es ist natürlich immer mehr los bei Verfolgungsjagd. Also genau die Strecke, wo wir jetzt gerade gefahren haben. Weil da gibt es am Ende mehr Prestige-Boni und ansonsten mehr Prestige-Punkte, um Level zu erhöhen. Und deswegen wird die Map eigentlich auch von jedem tot gesuchtet. Also wer schnell leveln will, fährt da mal einen Tag lang und hat ein paar Level nach oben.